RTW 1 rückt aus, rückt aus. Dienstbeginn für die Notfallsanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes. Jeder Einsatz, zu dem sie gerufen werden, offenbart ihnen ein neues Schicksal. Hallo, ich bin vom Rettungsdienst. Na, was ist denn passiert? Ich komm mal runter. Was passiert, meine Gute? Schau mal hier. Wenn Patienten in Not sind, helfen sie. Nicht nur medizinisch, auch menschlich. Der Christian von 1823, servus. Es geht hier um einen Ball, der auf dem Vordach liegt. Das ist Notrufmissbrauch, was sie gemacht haben. Eigentlich muss ich jetzt die Polizei rufen, ne? Frankfurt am Main. Einerseits Metropole des Geldes, andererseits Mekka der Drogenszene. Chris Grüne und Robin Bayer sind oft auf der dunklen Seite unterwegs. Dort, wo der Leidensdruck der Stadt am höchsten ist. Wir sind jetzt auf dem Weg mit der Polizei gemeinsam in die Ulmenstraße. Dort ist eine Person auf der Straße wohl verletzt. Der Patient, der sie erwartet, hat eine harte Nacht hinter sich. Hat einfach noch hier geschlafen. Angenehm wird das Erwachen für den jungen Mann offenbar nicht. Was? Bleib mal stehen. Was hast du denn da am Fuß? Nee, bleib mal stehen, bitte. Nein! Was hast du denn da am Fuß gemacht? Nichts! Bleib doch mal stehen. Ich will nicht! Ob er will oder nicht, geholfen wird ihm trotzdem. Dafür sind die Freunde und Helfer von Polizei und Rettungsdienst da. Hier, bleib doch mal bitte stehen. Nein! Bleib doch mal bitte stehen. Ja. Ich hab am Fuß gar nichts. Am Bauch hast du aber auch was. Sieht gebrochen aus. Ja, der hat auch am. Hier, das hier scheint auch irgendwas zu sein. Kollege, bleib mal stehen. Nein! Du auch. Gut ist doch. Ja. Hi. Es war hier, hat geblutet. Hier, es hat aufgehört. Ja, das gucken wir uns, das gucken wir uns an. Nein. Wollte ich nur helfen? Hör mir zu, dann erklär mir, warum du keine Hilfe willst. Ich will keine Hilfe. Pass auf, erklär mir vernünftig, warum du keine Hilfe möchtest, dann lassen wir dich gehen. Ich möchte nur wissen, hast du irgendwo vor Angst? Sag mir einfach nur. Ja, da sehe ich, ich bin in Zürich. Ihr gebt mir ja kein Methadon. Pass auf, wenn du mir sagst, dass du Methadon brauchst, dann gucken wir auch, dass wir dich in ein Krankenhaus haben, wo es Methadon gibt. Nein, ich bin nicht im Methadon-Programm. Kannst du mir denn mal erzählen, was da passiert ist? Hast du dich da irgendwie geschnitten? Arterie. Und da unten ist ja auch alles voller Blut. Da ja, kommt das. Ist das, ist runtergelaufen. Okay. Ja, ach, ehrlich. Hier, ich will dir helfen, du brauchst ja jetzt nicht so aggressiv werden. Ich gehe jetzt fertig. Nee, das sehe ich nicht so. Ich muss mir das zumindest mal angucken, was da Sache ist. Ich muss nicht angucken. Meine eigene Entscheidung. Robin, wie viel Blut ist denn da? Der Schlafplatz des Drogensüchtigen liegt mitten in einem Wohngebiet im Stadtteil Bockenheim. Also es ist auch an der Wand hochgespritzt. Das war definitiv eine Arterie. Ich weiß aber. Ich habe eine Arterie reingestochen gestern. Aha, siehst du, ja, dann red doch mit mir. Erklär mir das ja, doch so vernünftig. Dann bin ich heute Morgen aufgestanden. Okay, pass auf. Dann pass auf, wir machen was anderes. Es ist nicht meine Entscheidung aktuell. Wir machen jetzt Folgendes. Du kommst mit ins Auto. Hör mir doch mal zu. Nur mal kurz zu. Ja. Ich gucke mir das mal an. Wenn das doch zu ist und das nur noch das alte Blut ist und du auch der Blutdruck in Ordnung ist, dann kannst du gehen. Dann zwinge ich dich doch nicht. Nun lass es mich bitte untersuchen. Pass auf, schau mich an. Ich verspreche dir. Ja, pass auf. Dann komm, dann beeilen wir uns. Wir schauen es uns einmal an. Vor allem ist es doch, guck mal, hier mein Lieber, wenn du jetzt so rumläufst, dann ruft doch der Nächste direkt wieder an. Hat jemand eine Zigarette? Ja, eine Zigarette kannst du auch kriegen, komm her. Wollen wir erst schnell schauen oder willst du erst schnell eine rauchen? Wenn wir schnell schauen, dann bist du fertig und dann gebe ich dir auch eine Zigarette, okay? Erst eine rauchen. Na gut, okay, dann. Ja, was ist denn jetzt? Ja, warte, wir rauchen jetzt eine und dann gucke ich mir das an und dann ist gut. Die Samariter- und Überzeugungsarbeit hat Wirkung gezeigt. So, hier. Dann setz dich aber bitte hin beim Rauchen. Nicht im Liegen. Komm her. Eins, zwei, ja. Eine Geste der Menschlichkeit. Nicht richtig gesundheitsförderlich, aber zielführend. Ich hole mal ein bisschen was. Ja, also er hat jetzt sich ein bisschen beruhigt. Hat dann einfach berichtet, dass er Angst hat, weil er halt zügig ist und im Krankenhaus wahrscheinlich kein Methadon bekommen wird. Der hat eine Verletzung in der Leiste. Hat selber gesagt, wahrscheinlich hat er sich da gestern in der Arterie gestochen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt ist er ja ein bisschen entspannter. Ich habe ihm jetzt eine Zigarette gegeben, einfach um die Situation so ein bisschen zu beruhigen. Da muss man halt auch mal ein bisschen Menschenverstand aufwiegen und dann gucken wir mal. Um herauszufinden, woher das Blut stammt und wie die Wunde versorgt werden kann, nehmen sie den Patienten mit an Bord. Doch die Verzweiflung des suchtkranken Mannes ist damit noch nicht kuriert. So, komm mal, kannst du dir mal ein bisschen die Hände sauber machen? Genau, so, lass mich das mal wie soll ich so Geld machen mit so einer blutigen Hose? Wie bitte?
gibt mir keiner Geld mit so einer blutigen Hose. Mit einer blutigen Hose, so seine Sorge, wird er beim Betteln um Geld schlechte Karten haben. Ein Schicksal ebenso traurig wie alltäglich in Frankfurts Drogenszene. Ja, ich habe mir jetzt die Wunde angeschaut. Die ist jetzt nicht so groß, dass er in die Klinik muss. Ich meine, das weiß man halt immer nicht vorher. Es sieht halt viel aus, gerade mit so ein bisschen Blut. Er bleibt jetzt hier vor Ort, laden ihn jetzt wieder aus. Dann kann er sich die Hände noch ein bisschen sauber machen. Und dann kann er seines Weges gehen. Von seinem Leidensweg konnten ihn die Sanitäter heute nicht abbringen. Eine kurze Verschnaufpause, mehr war leider nicht möglich. Hartes Pflaster und noble Flaniermeilen. In der Main-Metropole liegen sie dicht beieinander. Hier auf einem relativ kurzen Fleck hast du ja wirklich von Bettelarm, der Heroinabhängige, die Prostituierte. Hier sind die Bankentürme. Ja, genau. Hinter uns ja. Ist das Westend, womit die reichsten Menschen leben hier in Frankfurt. Das finde ich halt so faszinierend. So A, dieses Wechselnde und B, auch dieses wechselnde Patientenklientel. Frankfurt 1883. Die Corona-Pandemie hat die Belastungen für Rettungskräfte weiter erhöht. Wir sind jetzt direkt zum nächsten Einsatz alarmiert worden. Dort geht es auf einen öffentlichen Platz, also auf die öffentliche Straße. Dort ist eine Aspiration gemeldet, das heißt, jemand hat irgendetwas eingeatmet. Ob es jetzt ein Kind ist, das ein Spielzeug verschluckt hat und eingeatmet hat, oder ob sich jemand erbrochen hat, der zu viel Alkohol getrunken hat und das eingeatmet, das ist uns jetzt alles unbekannt. Viele Ersthelfer vor Ort. Der Patient, der sie erwartet, liegt am Boden. Ein Passant hat bereits sein Bestes getan, um den krampfenden Mann zu versorgen. Hallo, ich bin vom Rettungsdienst. Was können wir für Sie tun? Gar nichts? Er ist nur runtergefallen, ja. Da habe ich schnell ein Stück Holz genommen und den Mund rein, ja. Weil er da kann schon... Sind Sie Epileptiker? Sie haben einen epileptischen Anfall gehabt. Ja, ja? Gestern aber. Gestern, jetzt gerade auch. Doch, schauen Sie mal, der gute Mann hat Ihnen geholfen, der hat Ihnen dieses Stück Holz in den Mund gesteckt und das haben Sie alles abgebissen. Ja? Wir machen mal Folgendes, wir sind vom Rettungsdienst, das haben Sie verstanden, ne? Wir holen mal unsere Trage und dann gehen wir mal bei uns in den RDW und dann schauen wir mal nach Ihnen, okay? In diesem Fall hat der rettende Amateur geistesgegenwärtig alles richtig gemacht. Vorbildlich aus Sicht der Profis. Also der junge Mann hat jetzt wohl laut den Zeugen und Ersthelfern einen epileptischen Anfall gehabt. Der eine hat ihm jetzt geistesgegenwärtig hier so ein Stück Holz in den Mund gesteckt. Und da sieht man schon ganz ordentlich, was so ein Epileptiker für eine Beißkraft entwickeln kann. Also bei so einem Anfall kann es auch locker dazu kommen, wenn man ihm einen Finger in den Mund steckt, dass der Finger abgebissen wird. Deswegen sollte man da immer ganz vorsichtig sein. Das war natürlich jetzt sehr gut und sehr geistesgegenwärtig reagiert. Das nehmen wir das Stöckchen auch mit. Nach dem Stöckchen kommt das große Besteck der medizinischen Versorgung. Der Robin kümmert sich jetzt um das komplette Monitoring. Das heißt, der erhebt jetzt die Vitalwerte, guckt nach dem Blutdruck, nach dem Puls, nach der Sättigung. Nach dem Blutzucker gucken wir. Und ich werde dem Patienten jetzt aufklären, dass ich ihm gerne einen Zugang legen möchte. Einfach für den Fall, dass wenn er nochmal einen Anfall bekommt, dass wir intervenieren können und ich ihm Medikamente spritzen kann. Erstmal versucht Chris jedoch mit Worten zu seinem Patienten durchzudringen. Können Sie sich jetzt schon wieder ein bisschen erinnern, dass Sie gerade einen Krampfanfall hatten? Ja, jetzt gerade eben auch. Sie können sich mal kurz aufsetzen, bitte. Na klar. Bewusstseinspause nennen Experten den Zustand während eines epileptischen Anfalls. So, das war's schon. Waren Sie denn schon mal hier in einem Krankenhaus in Frankfurt, wenn Sie einen Krampfanfall hatten? In welchem Krankenhaus? Uniklinik. Eine Uniklinik, okay. Doch das Wunschziel liegt 20 Minuten entfernt. Das nächste Krankenhaus dagegen gleich um die Ecke. Wir fahren jetzt Katharin. Fahren wir? Ja. Okay. Katharin mit Sonderhorn oder ohne? Nee, normale Fahrt. Normale Fahrt, Katharin, alles klar. Ein paar Minuten später sind Fahrer, Mitfahrer und Stöckchen am Ziel. Den Rest übernehmen die Kollegen in der Klinik. Gute. Okay, ich weiß wo. Okay, fährst hier und dann rechts raus. An manchen Tagen ist schon der Weg zum Ziel das erste Hindernis. Vor allem, wenn andere Autofahrer ins Spiel kommen. Rechts steht. So, wir müssen jetzt aber hier dann wieder runter. Wir müssen hier einen U-Turn machen. Wir dürfen nicht da reinfahren. Na, rechts. Friedberger links, Eckenheimer und dann rechts hoch. Euer Ernst oder was? Unfassbar ehrlich, ey.
bitte vorsichtig über die rote Ampel fahren. Also auch in der Stadt natürlich, ganz klar, wenn sich ein Rettungsmittel von hinten nähert, die linke Spur ganz nach links und die rechten Spuren so weit nach rechts wie möglich. Kann der weiße Transporter aus Gießen mal bitte zurückfahren? Sie blockieren ein Rettungsfahrzeug, danke. Wenn es jetzt hier wirklich um Leben und Tod gehen würde, wäre das jetzt halt eine Verzögerung von 4-5 Minuten locker hier. Ja, wir müssen da runter, bleib mal stehen. Ja, wir können auch nicht einfach so weg. Ja, du Scherzkeks. Ja, wir stecken jetzt hier mitten in der Polizeilage. Das hätte man uns vielleicht auch mal mitteilen können. Die Ankunft verzögert sich um ein paar Minuten. Mit Einbruch der Nacht offenbart die Stadt ihre tragische Seite. Dann geraten die in Stolpern, deren Leben schon länger aus dem Takt geraten ist. Wir fahren jetzt auf den Römerberg. Dort ist ein Treppensturz gemeldet worden. Was uns noch gesagt wurde, dass der Patient wach und ansprechbar ist. Wie viele Treppenstufen er jetzt gefallen ist, wissen wir nicht. Auch nicht, ob es sich um eine normale Treppe oder um eine Rolltreppe oder irgendwas handelt. Rechts steht alles. Und hier mal stehen bleiben. Hallo. So, immer sehr gut, wenn man so unübersichtlichen Einsatzstellen einen Einweiser bereitsteht und auf uns wartet. Der junge Mann kam von vorne angelaufen und ist ja irgendwie gestürzt. Wir haben das nur von hier im Laden, wir sind halt am Zumachen. Okay, alles klar, wir schauen mal. Super, alles klar, vielen Dank. Na, was ist denn passiert? Umgefallen, wir kennen uns auch, ne? Wir kennen uns, glaube ich, auch, ne? Irgendwo bei wehgetan, am Kopf, an der Schulter, am Knie. Gar nicht wehgetan. Schaffen wir es denn zusammen aufzustehen? Wo wohnen Sie denn? Können Sie mir mal Ihren Namen sagen? Wie bitte? Bernd und mit Nachnamen? Okay. Wo wohnen Sie denn? Wo? Im Gallus? Und wo im Gallus? Wie heißt die Straße? Ich mache mal die Schuhe richtig zu hier, genau. Kannst du alles mitnehmen, wenn du willst. Der junge Mann ist hier offensichtlich gefallen, so wie das die Leute gesagt haben hier im Laden. Er selber gibt jetzt keine Schmerzen an. Kommunikation gestaltet sich jetzt ein bisschen schwierig mit ihm. Um rauszufinden, woher der verwirrte Mann kommt, hilft mitunter ein Blick. Robin, du hast Handschuhe an. Guck mal bitte mit den Handschuhen und der Lampe hinten in den Nacken, ob der in den Klamotten was eingenäht hat. Den Namen des Heims finden Sie, den richtigen Ansprechpartner noch nicht. Der Chris hier vom RDW 1883, Servus. J-U-N-E? Oder Jane? Jane? Er hat ja die Klamotten von denen an, dann würde ich da mal anrufen. Hast du eine Nummer von denen hinterlegt irgendwie? Nach ein paar Telefonaten klärt sich die Notlage des Patienten. Jetzt habe ich noch mal auf dem zuständigen Polizeirevier angerufen, weil ich vom Pflegeheim keine Erreichbarkeit hatte und wie es der Zufall so wollte. Er ist dort tatsächlich ausgebüxt, ist auch schon vermisst gemeldet. Die Streifen suchen da oben auch schon im Nahbereich. Und jetzt wissen wir, wo er hingehört. Die Streife kommt hierher, holt ihn ab und dann geht es zurück ins Pflegeheim. Ein verlorener Heimbewohner, gerettet durch einen aufmerksamen Passanten und zwei erfahrene Retter. Alles richtig gemacht. Frankfurts Sorgenkinder halten sich nicht an Dienstzeiten. Sie brauchen rund um die Uhr Hilfe. So, los geht's. Los geht's. So, früh am Morgen müssen wir zu einer gestürzten Person gerufen worden. Wir fahren jetzt in einen privaten Haushalt. Dort weist der EBD einen Patienten mit Verdacht auf Pneumonie ein. Wir haben uns gerade Frühstück geholt, aber das muss jetzt leider noch ein bisschen warten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Sachsenhausen. Dort ist ein Kind beim Spielen wohl mit dem Kopf gegen das Sofa gefallen. Wir sind jetzt gemeinsam mit dem Notarzt zu einem ACS alarmiert worden, zu einem akuten Coronarsyndrom. Wir fahren jetzt zu einer gestürzten Person, die neurologisch auffällig ist. Ja, kurz vorm Feierabend sind wir jetzt nochmal rausgerufen worden zu einer kollabierten Person. 12 Stunden dauert eine Schicht von Chris und Robin. Egal ob in der Nacht oder am Tag. Naja, der Schichtdienst ist für uns alle irgendwie schon eine gewisse Belastung. Ich meine, gut, wir haben es uns selber ausgesucht, aber auf der anderen Seite, wir arbeiten sonntags, wenn andere bei ihren Familien sitzen, wir arbeiten nachts. Die jungen Kollegen, die es gewohnt sind, vielleicht samstags abends feiern zu gehen, sind dann halt natürlich da auch eingeschränkt. Ich meine, wir arbeiten ja nun nicht jeden Sonntag, aber wir arbeiten immer 12-Stunden-Dienste.
Es wäre schon schön, wenn es irgendwie so geregelt wäre, dass man halt normale Arbeitszeiten hat, ne? Doch normal ist in einem Beruf, in dem der Ausnahmezustand die Regel ist, fast nichts. So, wir haben jetzt eine verletzte Person gemeldet bekommen an der Bushaltestelle auf der Berliner Straße oder Batonstraße. Ja, warte mal. Das muss ja eigentlich da irgendwo sein. Fahr mal so und dann da rum. Ganz rum hier? Ja, und jetzt hier so rum. Ich glaube, die linke von beiden jetzt hat auch den Warnblinker an, ne? Ja. Warte, hier vor, ja, ja. Damit die Spur frei bleibt. Unfallort und Unfallverursacher ist diesmal eine Straßenbahn. Hallo, guten Tag. Na, Sie sind ja super erstversorgt, perfekt. Ich grüße Sie, ich komme mal runter. Grüne ist mein Name. Was passiert, meine Gute? Ja, ich hatte die Tasche in der Hand und habe gesagt, ich warte, bis die Haltestelle ist, setze mich dann hin. Dann hat er plötzlich gebremst. Ja. Dann habe ich es noch versucht zu halten, dann ist es ja weg. Und damit habe ich ja nicht. Okay, gerechnet. Also kein Schwindel, nichts. Also einfach, sag ich mal, ein dummes Missgeschick durchs Bremsen, nicht richtig festgehalten, ja. Gleichgewicht verloren, hingefallen. Ja. Okay, ja, bewusstlos war sie nicht oder so? Nee. Okay. Meinen Sie, ist das Ihr Rollator? Nee, das ist hier alles. Sie haben sich nur den Kopf gestoßen oder tut Ihnen noch irgendwo was anderes weh? Nein, nur den Kopf. Okay, dann stellen der Kollege und ich Sie mal auf. Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir mal zu uns ins Auto gehen. So, die Beine mal aufstellen, genau, und auf drei. Eins, zwei und hoppala. Sehen Sie mal. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als sei die Platzwunde das einzige Problem der alten Dame, so ist der zweite Blick trotzdem Pflicht. So, ich check jetzt einmal ganz kurz die Vitalwerte schon mal, dann gucke ich mir zusammen mit dem Kollegen mal die Wunde an. So, ja, die Dame hat in der U-Bahn gestanden, die hatte sich noch nicht hingesetzen können und dann hat die U-Bahn ein bisschen doof gebremst. Die Dame hat das Gleichgewicht verloren, ist auf den Kopf gefallen. Der Kollege fährt nur mal ein paar Meter ganz kurz, dass wir die Straßenbahnschienen frei machen, ja? Ja, ja. So, ich stehe hinter Ihnen, ich nehme Ihnen schon mal den Verband ab, vorsichtig. So, muss ein bisschen Platz machen. Oder? Ja. Ich versuche jetzt halt gerade hier mal zu eruieren, wo wir hier überhaupt was haben. Mhm. Ja, das ist halt, Blut läuft dann immer sehr schnell, ne? Und dann sieht das immer sehr viel aus. Ja, das kann man schon mit ein, zwei Stichen nähen. So, Abfahrt, Sachsenhäuser Krankenhaus gebucht, Sachsenhausen. Alles klar. Reibungsloser Service, gepaart mit Kompetenz und Empathie. Bundesweit verdienen Rettungssanitäter dafür durchschnittlich 35.000 Euro im Jahr. Die nächste Nachtschicht. Statt zu schlafen, bringen sich die Bürger der Stadt schon wieder in Gefahr. Auch die Jüngsten. So, wir fahren jetzt zu einem gestürzten Kleinkind, das ist wohl aus dem Bett gefallen. Ist jetzt etwas schläfrig, laut Aussage der Eltern. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, ob es vielleicht eine Gehirnerschütterung hat. Hausnummer? 11, glaube ich, oder so. Erst der Sturz und dann auch noch die großen fremden Männer in Uniform. Für den kleinen Patienten gleich zwei Schockmomente. Mäuschen, hallo. Komm her. Hallo. Hallo. Okay, will nicht, alles gut. So. Was ist denn passiert? Er ist uns vom Bett runtergefallen, ja. Also beim Schlafen. Okay. Ich war in der Küche, mein Mann war im Wohnzimmer. Haben wir gehört, wie der auf dem Kopf gefallen ist. Ja. Und sieht man direkt, da ist so ein blauer Fleck und ein bisschen geschwollen. Hier oben, ne? Ja. Aber das war schon mal gut, dass er angefangen hat, oder Sie? Er? Er, ne? Ja. Dass er angefangen hat zu weinen, ne? Weil wenn ich ihn nehme, fremder Mensch, also Gehirn funktioniert einwandfrei. Wie hoch ist denn das Bett? Zeigen Sie mir das mal. Also so 30, 35 cm. Okay, gut. Ja. Schau mal hier. In der Regel stecken Kinder ja sehr viel weg. Ja? Jetzt sagten Sie, ist er ein bisschen schläfrig? Ja, war schon. Ja. Aber haben Sie jetzt das Gefühl, dass er anders ist als sonst, dass er ruhiger ist, dass er lauter ist? Oder ist er eigentlich so wie sonst auch? Eigentlich normal. Wenn plötzlich irgendwas akut anders ist als sonst, dann rufen Sie uns sofort wieder an und wir kommen sofort wieder. Ja? Okay? Willst du noch mal zu mir kommen? Komm. Willst du noch mal zu mir kommen? Auch völlig normal. Willst du zu Robin mal auf den Arm gehen? Hallo. Zu mir? Besser. Ich habe mich jetzt davon überzeugt, dass es nicht wesensverändert ist.
Es reagiert auch völlig normal. Man hat halt gesehen, dass es angefangen hat zu weinen, als ich es auf den Arm nehmen wollte. Die Pupillen sind vernünftig. Es ist jetzt nicht irgendwie besonders schläfrig oder so. Und deswegen lasse ich es jetzt erstmal guten Gewissens hier zu Hause bei den Eltern. Die Eltern beobachten das Kind. Ich habe mich auch davon überzeugt, dass die Mutter und der Vater verstanden haben, was ich erzählt habe. Ja? Und somit, denke ich mal, ist es kein Problem. Kind gecheckt, Eltern beruhigt, Einsatz beendet. Nicht alle Notfälle verlaufen so reibungslos. Einige sind auch einfach nur ärgerlich. So, wir fahren auf die Konstablerwache. Das ist so ein großer Platz hier auf der Haupteinkaufsstraße in Frankfurt. Und da ist uns ein unklarer Rücken gemeldet. Das kann von Rückenschmerz bis zu schwerwiegenden Erkrankungen kann das alles sein. Im McDonald's oder was? Es braucht ein paar Augenblicke, bis sie begreifen, dass alles in diesem Fall nichts bedeutet. Der Anrufer hatte den Notruf gewählt, weil er sich Sorgen um diesen Ball machte. Das verstehe ich gerade auch nicht. Deswegen gib mir mal die Rückrufnummer, bitte. Der Chris hier vom 1833, servus. Hast du mal eine Rückrufnummer? Weil wir werden hier von einem Mann in Empfang genommen, der mir einen Ball zeigt, der auf dem Vordach liegt. Wir brauchen kein EKG, sagt er, wir brauchen nur eine Leiter. Es geht hier um einen Ball, der auf dem Vordach liegt. Gib mir mal die Rückrufnummer, bitte. Alles klar, ich rufe dann mal zurück, ich guck mal, wer das ist. Ich danke dir. Ciao. Den Anrufer hat Chris schnell ausfindig gemacht. Zeit für eine kleine Standpauke. Ich will ihm jetzt noch mal vernünftig erklären, dass das halt nicht so ein Rettungsdienst ist. Also, wir sind der Rettungsdienst. Wir sind nicht dafür da, um Bälle vom Dach zu holen. Ne? Das ist Notrufmissbrauch, was sie gemacht haben. Eigentlich muss ich jetzt die Polizei rufen. Ne? Dafür ist der Rettungsdienst nicht da. Ich bin hier. Sehen Sie, das bin ich. Weil sie gesagt haben, sie haben uns nicht angerufen. Also haben sie mich auch angelogen. Finde ich schade. Gut. Weil nichts. Keine Guthaben. Alles gut. Also. Kann sie gucken. Guthaben. Ne? Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Nein, leider. Okay, nicht. Gut. Aber wegen Kinder. Einen schönen Tag. Gleich weiß, danke. Das ist halt sehr ärgerlich. Ne? Der Rettungswagen wird vielleicht irgendwo anders gebraucht, gerade an einem Sonntag, weil wir nicht so viele Rettungsmittel hier in Frankfurt, wie wir sonst generell haben. Und jetzt stehen wir hier wegen so einem Ball, da platzt mir die Hutschnur. Ich meine, wenn man ihn gesehen hat, dann merkt man, dass es vielleicht da an der Einsichtsfähigkeit fehlt. Und deswegen sagen wir jetzt entspannt und fertig. In einer Großstadt wie Frankfurt gibt es viele Probleme. Eines trägt den Titel Einsamkeit. Sind wir alarmiert worden in den Sandweg. Dort ist eine Kreislaufdysregulation, also ein Kreislaufproblem, auf der Straße gemeldet. Wir fahren jetzt hin, schauen, das hat gepasst, was da für ein Problem sich vor Ort darstellt. Und dann gucken wir, wie wir dem Patienten helfen können. Helfen auch durch seelischen Beistand. Alltag für die beiden Männer vom ASB. Mann hat Herzprobleme, haben wir gehört. Servus, wir schauen, dankeschön. Ich grüße Sie, Grüne ist mein Name. Was können wir für Sie tun? Ich habe Wäsche hier im Waschsalon gewaschen. Ja. Die unter und getrocknet. Ja. Die mein Sohn dringend braucht für heute Abend. Jetzt kümmern wir uns erstmal ganz kurz um Sie. Was ist denn jetzt aktuell das Problem? Unten aufpumpen, weil da Luft rausgeht. Ja. Und nach vorne. Ja. Plötzlich war alles schief und bin gegen die Wand. Ja. Gut, wir machen jetzt Folgendes. Mein Kollege holt mal das Bett, derweil messe ich schon mal den Blutdruck und schaue nach Ihnen und dann gehen wir erstmal ins Auto und dann gucken wir mal nach Ihnen, okay? Ja, der Herr ist 82 Jahre alt, hat jetzt plötzlich Kreislaufprobleme verspürt. Wir schauen jetzt mal nach ihm, gucken mal nach ein paar Werten, gehen jetzt erstmal direkt ins Auto mit ihm. Herzprobleme sind wohl bekannt bei ihm, ne? Ja. Was haben Sie denn am Herzen, was bekannt ist? Bypässe. Bypässe haben Sie bekommen, okay, gut. Ja, der Mann hat Herzbeschwerden. Doch was ihm wirklich fehlt, ist etwas anderes. 82 Jahre, Mensch. Und Sie machen noch alles alleine? Das wächst mir nur langsam über den Kopf. Ja. Wissen Sie, wo Ihr Sohn arbeitet? Er tauscht sich so wenig mit mir aus. Und dann waschen Sie noch die Wäsche für ihn? Ja, für mich auch. Die Wäsche wird jetzt warten müssen. Alle anderen sind rot. Dann fahren wir ins Katharinen. Und schick uns mal bitte, wenn es geht, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof, aber schick uns mal, dass wir loskommen, eine Streife, recht zügig hierher. Weil hier ist ein Fahrrad, eine Tasche und seine Wäsche. Das muss mal sichergestellt werden. Das können wir nicht alles im RDW transportieren. Tun Sie mir einen Gefallen. Machen Sie sich jetzt erstmal nicht um die Wäsche Gedanken, sondern um Ihre Gesundheit, okay? Und dann kann man ja den Sohn eventuell mal anrufen oder versuchen, das können wir gleich alles ganz in Ruhe machen, okay?
Es ist die Kombination aus alt und allein, die selbst den erfahrensten Lebensretter manchmal ins Grübeln bringt. Wie alt waren Sie, als Sie Papa geworden sind? 60. Respekt. Doch der Herzpatient hat noch mehr auf dem Herzen und endlich jemanden, der zuhört. Ich bin im Moment sehr viel alleine und natürlich auch traurig. Naja, sehen Sie, Sie sind traurig, weil Sie alleine sind, aber das müssen Sie ja eigentlich nicht, ne? Wenn Ihr Sohn, sag ich mal, 6-7 Kilometer entfernt wohnt. Und ganz ehrlich, ja, ich kann das verstehen. Manche sagen, sie wollen das nicht wegen Corona und wollen ihre Familie schützen. Aber mal ganz ehrlich, sie können sich doch mit ihrem Sohn draußen treffen, oder? Seine Freunde sind ihm wichtiger als die Familie. Medizinisch haben seine Retter alles für ihn getan. Trotzdem bleibt ein Gefühl der Ohnmacht. Das sind halt so Sachen, die mich einfach nachdenklich machen, weil ich einfach nicht verstehe, warum das so ist, ja, warum man irgendwie großgezogen worden ist oder irgendwas mitgegeben bekommen hat und dann einfach die Freunde und Familie nicht auf eine Stufe gestellt werden. Also und dann geht es weiter. Zum nächsten Einsatz, zur nächsten Schicht. In Frankfurt macht die Not nie Feierabend.